Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Family-Vlog. Wir haben heute Freitag und ich bin gerade mit Mila jetzt auf dem Weg zur Kita. Und ich bin schon wieder fertig mit den Nerven, weil Mila innerhalb, glaube ich, von einer Dreiviertelstunde bestimmt 3 Wutanfälle hatte oder 2 auf jeden Fall, auch wenn sie nicht so lange gedauert haben. Es ist anstrengend, sehr, sehr anstrengend. Und deswegen so Kleinigkeiten, weil wir jetzt nicht mit dem Buggy zur Kita sind, sondern mit dem Auto jetzt fahren. Und das sind ja meistens Kleinigkeiten, aber jetzt ist alles gut, ne, Mila? Ist alles gut jetzt? Nein. Nein? Was ist da? Was ist denn diese? Das ist dein Babybett da neben dir. Das ist das Reisebett, wo du immer bei Oma und Opa drin schläfst. Oh. Haben. Ja, kannst ja gut festhalten während der Fahrt, ja? Wie läufst du denn? Du bist wieder albern, ne? Hm? Komm her. Ab in die Kita. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich war eben noch bei Real, nachdem ich Mila zur Kita gebracht habe und habe noch ein paar Brötchen gekauft und so ein paar andere Dinge. Und dann werde ich jetzt gleich erstmal frühstücken. Bruno, der futtert da auch im Hintergrund. Da fragen übrigens viele, wie es ihm momentan geht. Hinten die Wunde heilt super, also das stört ihn eigentlich so gar nicht mehr. Hören ist nach wie vor nicht wirklich. Er hört ein bisschen besser, das sagen alle. Also auch so, wenn man richtig doll klatscht und so, da reagiert er schon drauf, aber es ist noch nicht so, dass er super hört. Also mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, weil er jetzt die letzten Tage auch noch Antibiotikum bekommen hat. Und ja, mal abwarten. Aber jetzt wird erstmal gefrühstückt. Hürden müsste auch gleich aufstehen. Der hat nämlich die Woche Spätschicht und war deswegen auch noch gar nicht beim Haus. Aber morgen will er dann mit einem Kumpel anfangen und ich fahre nachher auch nochmal hin und bringe ein paar Sachen vorbei und mache vielleicht noch Kleinigkeiten. Aber da nehme ich euch dann auch wieder bei mit. Aber das mache ich dann wahrscheinlich wieder in einem separaten Video, weil ich ja die ganzen Videos jetzt rund um Eigenheim, Haus dann eher separat mache. Weil ich glaube, sonst sprengt das immer die Vlogs und so kann jeder direkt gucken, interessiert mich das nicht. Und ja, aber jetzt mache ich mir jetzt mal ein Brötchen. Jetzt ein bisschen Haushalt gemacht, also Spüler läuft, Waschmaschine läuft, ich habe gesaugt, aufgeräumt, gleich noch ein bisschen Küche und dann geht es zum Haus. Vorher will ich euch noch mal eben Milas Geburtstagsgeschenke zeigen, weil da haben einige nachgefragt und bevor ich das jetzt schon wieder vergesse, zeige ich euch das mal eben hier im Vlog und deswegen bin ich auch in Milas Zimmer. Ja, ich zeige euch mal eben, was sie bekommen hat. Die Babyborn hat sie ja von uns bekommen, das hatte ich ja auch schon erzählt. Das ist die Babyborn Soft Touch. Dann hat sie den Kinderwagen von Oma und Opa bekommen. Und da hat die Oma hier noch Kissen und Decke genäht. Ich weiß gar nicht, wo Mila gerade die Decke hat. Hier, das ist halt die Decke dann. Und ja, ihre Puppe liebt sie. Dann hat sie bei ihrem Kindergeburtstag den Fahrradhelm für die Babyborn bekommen. Richtig cool, hat sie auch total gefeiert. Und von Julians Schwester hat sie für die Babyborn so ein Regenset bekommen. Also hier mit Gummistiefeln, Regenjacke, Regenhose und so weiter. Dann hat sie noch zum Geburtstag dieses Steckenpferd bekommen. Da hatte ich eigentlich die Idee, weil sie halt auch oft so irgendwie durch die Wohnung gehoppelt ist. Und ich dachte, das wäre eine ganz coole Idee. Und ja, auch das nutzt sie echt häufig, muss ich sagen. Und das hat hier noch Knöpfe, also um Geräusche zu machen. Ja, das findet sie dann natürlich besonders witzig. Dann hat sie 2 Toni-Figuren bekommen. Einmal das Sandmännchen von uns und von Julians Kumpel hat sie ein Benjamin-Blümchen-Toni bekommen. Dann hat sie noch ein paar Schleichtiere bekommen. Dieses Mal waren es einige Affen, also ein Gorilla und ein Orang-Utan und ein Schimpanse. Die fliegen hier alle drin rum. Ja doch, hier ist der Schimpanse auch.
Genau, das hat sie noch bekommen. Außerdem dieses Buch, was ich ja besorgt hatte, das hatten dann aber Freunde von uns ihr zum Kindergeburtstag geschenkt. Das Pepperwoods-Buch hat sie dann zusammen mit den Stiften bekommen, also mit diesen Stabilo-Woody-Stiften, die ich auch in irgendeinem Vlog schon gezeigt hatte. Und die sind echt super, also kann ich echt empfehlen. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Buntstifte so toll sind, aber die kriegt man auch richtig einfach dann irgendwie zum Beispiel vom Tisch ab, wenn sie übermalt, also sehr, sehr gut. Von uns hat sie dann ja noch das Bällebad bekommen und von Luca hat sie beim Kindergeburtstag ein kleines Lego Duplo Set bekommen. Das ist der Spielplatz, also hier sind nur so ein paar Sachen, weil die meisten Sachen hier drin rumfleddern. Aber mit dieser Figur hier läuft sie in letzter Zeit überall rum. Die war nämlich auch bei dem, hoppala, bei dem Spielplatz hier dabei. Und dann hat sie noch von uns ja unser erster Obstgarten bekommen und beim Kindergeburtstag von Noah und seiner Mama dieses Komm, wir kaufen ein, auch ein Spiel. Das haben wir aber noch nicht ausprobiert. Und dann gab es noch zwei Malbücher beim Kindergeburtstag und ein kleines süßes Strickkleidchen hat sie noch von der Oma an ihrem Geburtstag bekommen. Das waren alle Geschenke. Also ich hoffe, ich habe jetzt wirklich keins vergessen, weil man räumt die Sachen dann ja so schnell weg, beziehungsweise wird damit gespielt und aus den Augen, aus dem Sinn. Aber das müssten alle Sachen gewesen sein. Und das wirkt jetzt, finde ich, auf einmal, wenn man alles so aufzählt, sehr viel. Aber sie hat, wie gesagt, einen Teil an ihrem Geburtstag gekriegt. Und dann haben wir ja das erste Mal Kindergeburtstag gefeiert. Da gab es natürlich auch Geschenke. Und ja, aber ich glaube, damit, wo sie wirklich am meisten spielt, ist die Puppe. Ich sage ja Puppenmama durch und durch. Wir haben es mittlerweile schon Mittag. In einer Stunde muss ich Mila abholen. Und ich war vorhin im Haus. Da habe ich auch für euch mitgevloggt. Aber das kommt ja dann in einem separaten Video. Und jetzt will ich dann eben zum Recyclinghof. Und dann hole ich Mila ab und dann geht's zu meiner Mama. Und dann verbringen wir den Nachmittag dort. Und ich will eben noch das Laufrad von ihr in den Kofferraum packen. Weil dann können wir da ein bisschen draußen fahren bzw. weiter üben. Und ja, das ist so der Plan. Aber jetzt erstmal schnell die Sachen im Kofferraum entsorgen, bevor ich die hier noch länger mit mir rumfahre. Das Laufrad wollte ich ja jetzt noch mitnehmen. Helm ist auch dabei. So, jetzt bahnen wir uns den Weg zurück hier aus dem Keller. Das ist einfach viel zu voll. Also alles, was hier vorne steht, ist zum Teil auch Sperrmüll. Und ja, wenn wir umziehen, muss ich da einmal richtig gründlich durchsortieren. Machen wir mal schnell wieder zu hier. Zack. Die kleine Mila Maus habe ich abgeholt. Wie war es in der Kita? In die Tief, in die Arbeit, in die Essen, up, in Eis. Eis habt ihr gegessen? Ja, habe auch ein Eis gegessen. Haru hat auch ein Eis gegessen? Ja. Oh. Und jetzt, wo fahren wir jetzt hin? Hier. Ja, da fahren wir lang. Zu wem fahren wir denn? Da rum. Ja, und zu wem fahren wir? Da rum. Zu Oma fahren wir. Da Oma gang. Ja, wir fahren jetzt los, ne? Da Oma gang, denn da. Ja, genau. Guck mal, der Fahrstuhl kommt wieder. Oma. Da. Nee, Oma wartet an der Haustür. Guck mal, jetzt einsteigen, Mila. Halt den Helm gut fest. Mama nimmt dein Fahrrad. So, einsteigen. Warte, Mama zeigt dir, wo du... Nee. Du musst hier drücken, auf diesen hier. Kommst du an? Super. Nee, hier unten. Guck mal, jetzt geh. Hier decken. Die Türen müssen doch zugehen wieder. Nee, nicht drücken. Sonst fahren wir nicht los. Guck mal, stopp. Guck mal, jetzt da. Auf der Seite müssen wir aussteigen. Wir haben es geschafft. Genau, kannst du um die Ecke gucken, da ist Oma. Geh mal gucken. Hier, geh mal gucken. Raus. Aussteigen? Hä? Ist die Tür gar nicht auf? Guck mal. Wir machen jetzt bei der Oma eine Kaffeepause. Fahrradfahren hatte Mila nicht so Lust zu. Oma! Hatte gerade so richtig zwei Wutanfälle wieder. Und jetzt gibt's was. Oma, komm gleich raus, Mila. Hallo! Was hast du denn in der Hand, Mila? Was isst du denn da? Du auch ein Popcorn? Du auch. Oh, Oma kriegt auch Popcorn. Du auch? Du auch? Ja, ich möchte auch. Das ist nämlich das Leckere von Fruchtbar. Bio-Erdbeer-Popcorn. Mmh. Danke. Ich auch. Ja, iss mal. Also, Mila mag es zumindest sehr gern. Ich finde es jetzt nicht sehr geschmackvoll, aber ist okay.
Na, Mila, wo bist du denn? Bist du ein kleiner Schlangenmensch, der sich hier in so Körbe schlängelt? Ha? Dahin. Nee, tragen tue ich dich da jetzt drin nicht. Ja, wir wollen los, Mäuschen, Schuhe anziehen. Nein. Na, willst du im Korb bleiben? Ja. Okay, schläfst du bei Oma? Ja. Es geht jetzt für uns ab nach Hause, beziehungsweise wollen wir vorher gleich nochmal ins Badhaus. Ich will nämlich ein richtig gutes Teppichmesser finden. Deswegen fahren wir da jetzt mal eben hin. Mila ist schon auf und davon. Genau, das haben wir und ein Messer, ne? Und jetzt gucken wir gerade mal nach Lampen. Die haben hier im Mauerhaus nämlich richtig schöne Lampen. Auf der anderen Seite vor allem. Ja, halt das mal gut fest. Hier sind die Lampen richtig schön. Also die haben richtig schöne Lampen hier im Bauhaus. Falls hier jemand mal schöne Hängelampen sucht. So, Mila, wir können jetzt auch schon wieder Richtung Kasse. Du willst in den Garten, ne? Wir sind jetzt nämlich noch mal eben schnell zum Haus gefahren, damit wir die Sachen vom Bauhaus hier lassen können. Und Mila hat auch noch einen kleinen Besen abgestaubt, damit Mila bald hier auch die Terrasse fegen kann. Guck mal, Mila, den stellen wir hier hin. Und dann kannst du das nächste Mal die Terrasse fegen. So, kommst du? Guck mal, Mila hat sich hier eine Farbkarte im Bauhaus mitgenommen. Zeig mal, Mila. Komm, musst du auch machen. Die stecken wir da nicht rein, Mila. Komm her. Raus da. Okay. Wow, das war eben mal wieder ein Wutanfall vom Allerfeinsten. Was ist jetzt schon wieder los, Mäuschen? Was ist kaputt gegangen? Ja. Das ist doch noch heile, schau mal. Guck mal, ist noch heile. Ist heile. Alles okay. Okay, ich melde mich gleich wieder. Sie hat ihre Puppe. Sie ist glücklich. Geht's deinem Baby gut? Ja. Ja? Schön. Hast... Was? Ich bin rum. Willst du mit dem Kinderwagen ins Wohnzimmer laufen oder was? Ja. Ja, okay. Machen wir mal auf. So, bitteschön. Es ist jetzt auch schon 5:30. Das heißt, ich werde so langsam anfangen und Abendbrot essen. Also Mila isst relativ früh Abendbrot. Und ja, ich bin relativ erschöpft. Vor allem auch durch diese ganzen Wutanfälle heute. Also das zerrt so an Nerven. Es ist einfach so. Und irgendwie, ja, dadurch, dass man ständig irgendwas macht und nur am Rotieren ist, hat man halt auch nicht so viel Verschnaufpausen. Und dann ist man am Ende des Tages einfach K.O. Aber es wird die nächste Zeit ja weiterhin so sein. Vor allem, weil wir nebenbei auch noch arbeiten. Morgen und übermorgen habe ich nämlich auch Frühschicht, dann Spätschicht. Und dann habe ich aber erstmal wieder ein paar Tage frei. Ja. Und von daher beende ich den Vlog, glaube ich, jetzt auch an dieser Stelle. Ich habe das Gefühl, dass es ein kürzerer Vlog wird. Aber ich melde mich auf jeden Fall die Tage wieder. Und ja, bis dahin, meine Lieben, macht's gut. Tschüss. Tschüssi. Oh, sagt dein Baby tschüss? Ja. Oh, schön.